Hi Leute, heute geht's um Klang. Wie du mehr Gesundheit in dein Leben bringen kannst durch Klänge, durch Frequenzen, durch Schwingung. In dem Video möchte ich ein Thema ansprechen: Klang, das immer wieder auftaucht, das ein sehr ausschlaggebendes Thema ist. Und ich wurde auch immer wieder darauf angesprochen, wie das mit dem Klang ausschaut, ob ich da mit gewissen Sachen arbeite, Klangschalen oder auch Musik, Meditationen und so weiter. Und ich möchte in dem Video dir wirklich mal ein paar Tipps an die Hand geben, warum Klang, Frequenz eine Auswirkung auf deinen Körper hat und was du machen kannst, auf was du achten kannst, was du konkret dann auch mal umsetzen kannst. So, zunächst mal, warum überhaupt hat Klang so eine Auswirkung auf unser System? Im Grunde ist alles Schwingung, es ist alles Frequenz. Und der Frequenzbereich unserer Wahrnehmung, den wir hören, ist zunächst erstmal auch sehr gering. Das muss einem auch erstmal bewusst sein. Das Spektrum ist so minimal. Andere Tiere können weitaus mehr hören in anderen Bereichen. Der Frequenzbereich ist sehr niedrig, den wir wahrnehmen von den Schwingungen, die existieren. Ultraschall und so weiter. All diese Dinge sind für uns nicht hörbar. Wahlgesänge und viele Sachen. Gibt es unzählige Beispiele. Und trotzdem funktioniert es und es ist da, auch wenn wir das auf den ersten Blick nicht wahrnehmen. Und das sind auch solche Schwingungen und solche Frequenzen, die Auswirkungen auf unseren Körper haben. Vielleicht kennst du das auch, wenn du irgendwo neben einer Maschine gehockt warst oder nebendran läuft eine Viertelstunde im Restaurant, du sitzt draußen im Café und nebendran läuft ein Motor. Eine Viertelstunde direkt neben dein Ohr. Vielleicht hast du es nicht mal so bewusst wahrgenommen, wenn der Motor neben dir läuft, aber wenn das Auto dann mal weg ist, merkst du plötzlich so eine leichte Entspannung. Und dir wird erstmal bewusst, in welche Anspannung dein Körper geraten ist, dein ganzes System, in diese unbewusste Anspannung. Du kannst völlig ruhig irgendwo sitzen, wie zum Beispiel auf dem Zahnarztstuhl, und trotzdem innerlich total verkrampfen und total angestrengt sein. Es geht wirklich darum, den Körper wieder zu entspannen, zu harmonisieren und ständig in diesen relaxten Modus zu kommen. Du kannst selbst Sport machen. Die Muskeln anspannen, aber dich dabei trotzdem entspannen. Kinder entspannen auch durch Bewegung. Und genauso ist es mit den Klängen und den Frequenzen. Auch wenn du diese Frequenzen gerade von Maschinen, Umweltgeräusche, ist ja heutzutage schwer, irgendwo an einen Ort zu kommen, wo man überhaupt keine Geräusche mehr hat. Mittlerweile ist überall irgendwo eine Baustelle, irgendwelche Maschinen laufen, Klimaanlage, Kühlschrank und so weiter, elektrische Geräte, alle leichte Brummgeräusche, die Frequenzen aussenden. Und das hat Auswirkungen auf deinen Körper. Bei einem Motor, der neben dir läuft, kannst du es vermutlich, hoffe ich noch, bewusst wahrnehmen. Aber genauso ist diese Auswirkung auf deinen Körper bei kleineren Frequenzen auch schon vorhanden. Und auch bei Frequenzen, die du nicht unbedingt bewusst mit deinen Sinnesorganen, mit deinen Ohren wahrnimmst. Das möchte ich hier in dem Video am Anfang eben noch anschneiden. Und dann kommt es einfach darauf an, wie entspannt, was für eine Frequenz
der Klang hat, die Schwingung hat. Ob das entspannt ist, geht zum Beispiel mal in den Wald. Das ist schon was sehr Konkretes, was du einfach jeden Tag machen kannst. Geh in die Natur, dort ist die Schwingung noch viel harmonischer. Dein Körper kann wieder ins Gleichgewicht kommen und sich regenerieren. Genauso gibt es ja heilkräftige Klänge und gewisse Frequenzen. Alte Musik, Mozart, wenn man sie noch auf der richtigen Frequenz bekommt, ist oft sehr harmonisch. Und zu einer Melodie, zu dieser Schwingung gehört eben auch der Gegenpol. Es gehört nicht nur der Ton dazu. Es sind nicht nur die Klänge heilend, sondern eben auch diese Frequenz, auf die ich ja eingegangen bin, die Schwingung. Wie harmonisch ist es? Wie eine Welle, die hoch und runter geht. Klang, kein Klang, Pause. Die Pause gehört genauso zur Melodie. Probier mal Musik zu machen, ohne Pause zwischen den Tönen. Dann kommt nur Chaos, da kommt nichts bei raus. Nur ein Klang. Die Pause ist genauso wichtig. In der entfaltet erst die Musik die Wirkung. Und genauso ist es mit Worten, bei Meditationen. Hört euch zum Beispiel mal Vorträge von Osho an, von Eckhart Tolle. Oder andere Meditationen. Da sind die Pausen ganz wichtig. Auch die Sprechpausen in den Videos, die ich mache, sind unglaublich wichtig. Das Gesagte kann dadurch viel besser verarbeitet werden, viel tiefer sacken. Vielleicht beobachtest du selber gerade jetzt in dem Moment, wenn ich eine Pause mache und dabei keine Lücken fülle, Wörter wie N und Aber und so weiter verwendet, dann hört das Denken in dem Moment kurz auf und du bist nur bei mir mit deiner Aufmerksamkeit. Du wartest bewusst auf das, was ich sage und kannst das, was ich gesagt habe, verarbeiten. Und es ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele Meditationen oder diese Vorträge von Osho, von Eckhart Tolle und vielen anderen oder in den Videos von mir wirken auch viel mehr, wenn du dir die Zeit dazu nimmst, und diese Pausen auch auf dich wirken lässt. Viele sagen, die Videos von mir sind ihnen zu langsam gesprochen. Aber genau das hat die Wirkung. Und es ist auch eine Art Krankheit, eine unharmonische Schwingung, auf der viele Menschen heutzutage sind. Deswegen ist es für sie unnormal und einfach anders, wenn was harmonischer ist und auf einer anderen Schwingung. Aber genau diese Pausen lassen das viel mehr wirken. Manchmal sage ich dann, wenn es dich stört, dann schau das Video auf eineinhalbfacher Geschwindigkeit, zweifacher Geschwindigkeit an. Kannst du einfach im YouTube-Player einstellen. Aber die Wirkung geht dabei verloren. Das Gesagte ist oft nicht mal das Wichtige. Die Schwingung, die du dadurch mitbekommst. Dadurch kommst du schon in eine Entspannung rein. Und das ist auch das, was du jeden Tag machen kannst. Du kannst dir Vorträge von den anderen, schau dir die Videos von mir an. Und ich habe jetzt auch extra, habe ich jetzt die ersten Meditationen aufgenommen, wollte ich schon ewig mal machen, hatten mich immer wieder Leute gefragt, weil sie eben auch gesagt haben, sie finden die Videos von mir sehr entspannend. Und ich habe jetzt einige Meditationen aufgenommen. Die ersten, ich wollte immer mal wieder ein paar neue aufnehmen und die kannst du dir auch downloaden. Link ist auch unten drunter auf meine Webseite. Und das ist auch eine schöne Möglichkeit, wo du mehr Bewusstsein einmal durch die Meditationsübung an sich aufbauen kannst.
in der Situation, aber dann auch allein schon, dass du es anhörst und in diese Schwingung reinkommst, in diese Entspannung reinkommst. Und dann ist eben noch die Natur eine wunderbare Möglichkeit. Geh in den Wald, geh irgendwo, wo Vögel zwitschern hin und entspann dich da wieder. Und auch daheim bei dir, schau mal, was für elektrische Geräte hast du eventuell. Hast du einen Kühlschrank, der ständig brummt? Hast du in deinem Schlafzimmer irgendwelche Geräte? Und auch wenn die keine Brummgeräusche machen, sondern Frequenzen ausstrahlen, mach nachts alles in deinem Schlafzimmer aus, führ am besten Steckdosenleisten ein. Sowas ist eine super Möglichkeit. Und wenn du wieder gesünder, vitaler leben möchtest, auf einer besseren Schwingung sein möchtest, dich leichter, fitter, energetischer fühlen möchtest, dann ist das eine super Möglichkeit. Und es sind Dinge, die ganz leicht abzuschalten sind in deinem Zimmer. Hol dir eine Steckdosenleiste, oder schaff manche Sachen ganz ab, die du wirklich nicht brauchst. Und mach technische Geräte, Handy und so weiter nachts immer aus oder auf dem Flugmodus zumindest. Alles hat eine Schwingung, eine Frequenz und hat Auswirkungen. Natürlich können das auch harmonische und positive Schwingungen sein. Aber das solltest du eben schauen. Wenn du dir nicht sicher bist, schalt diese Quellen ab. Und normalerweise merkst du auch das Gefühl, in das du kommst. Und ich würde mich auch freuen, natürlich, wenn du eine der Meditationen von mir anhörst und mir dir Feedback gibst, ob die dir da auch weiterhelfen. Die sind extra dafür gemacht, dass du runterkommen kannst, in einer sehr entspannten Stimmung aufgenommen, in einer sehr harmonischen Frequenz. Und gleichzeitig sind die Übungen dabei super. Zum Beispiel habe ich eine Übung zum Essen. Wie du mehr Dankbarkeit vorm Essen entwickeln kannst, kannst du dir direkt einfach immer vorm Essen anhören. Und dann auch eine Übung, wo du die Urklänge wieder chanten kannst, selber durch das eigene Chanten dein System in eine harmonische Schwingung bekommen kannst, mehr Klarheit, mehr Stabilität reinbekommst mit jedem Tag, wo du das kontinuierlich weitermachst. Und das sind eben super Möglichkeiten, da hast du jetzt wirklich ein paar konkrete Ansätze unten drunter auch nochmal verlinkt alles. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Geh nochmal raus in die Natur, in den Wald, egal wohin, mach einen kleinen Spaziergang. Und mach's gut. Ciao.